Ja, genau das ist es. Ja, das haben wir. Jetzt haben wir es. Das ist es. Das ist perfekt. Das ist die oberirdisch ausläuferbildende Agrostis lunifera. Yeah! Hallo, liebe Rasenfreaks. Ja, mich gibt es noch. Mich gibt es noch. Aber wir machen das jetzt seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren bringen wir fast jede Woche ein Video, meistens sogar 2 Videos auf YouTube. Und tatsächlich im Oktober können wir hier das 5-jährige Jubiläum feiern. Und wir haben schon 460 Videos, 55.400 Abonnenten, seit 5 Jahren dabei. Und wenn man in die Aufrufzahlen guckt, Gesamtaufrufe 19.658.408. Also fast 20 Millionen Aufrufe. Ja, 5 Jahre Rasenfreak. Und jetzt hat der Rasenfreak keine Lust mehr. Ich habe zumindest eine kleine YouTube-Krise. Ich weiß aber auch nicht wirklich so, warum. Klar, man macht natürlich auch mal ein Stück weit das Gleiche. Es ist nicht täglich was Neues. Wie soll es auch sein? Ich bin ja nicht so derjenige, der jetzt hier täglich irgendwelche Maschinen testet. Das wäre natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Es gibt tatsächlich viele Angebote, gerade von asiatischen Firmen. Da bin ich völlig dagegen, total. Und ja, es ist dann immer Werbung. Tatsächlich versuche ich ja möglichst wenig Werbebildung zu machen. Da ist ja auch das total falsch. Da ist es ja auch total falsch, nicht einfach doch mehr Produkte zu zeigen, mehr Werbung zu machen. Ah, weiß ich nicht. Also die Firmen haben natürlich Interesse, selbstverständlich. Aber man müsste wahrscheinlich auch ein bisschen mehr selber sich darum bemühen, was ich auch nicht gerne mache, da so irgendwelchen Leuten hinterher zu laufen. Und, könnt ihr mir mal eine Maschine schicken? Sowas, nee, das machen wir nicht. Also wenn einer auf uns zukommt und es wirklich ein interessantes Thema ist, dann machen wir das gerne. Aber von daher, gibt es dann meistens so Art Vlogs, Videos, die einfach nur zeigen, was man den ganzen Tag macht. Was soll ich dir noch sagen, Schatz? Sag mal was. Red mal mit mir. Bla, 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 Mr. Freeman. Bla, 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 Mr. Freeman, ja genau. Alles nur bla, bla, bla. Jammern auf höchstem Niveau. Das ist sicherlich so. Ne? Also wir jammern hier oft auf höchstem Niveau, ob das jetzt um das Thema Rasen geht oder um den Stress, den wir hier mit solchen Sachen haben. Eigentlich sind das alles Luxusprobleme, das muss man mal ganz klar sagen. Absolut. Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen heute Folgendes. Wir zeigen heute, wie es bei uns aussieht. Und zwar, wie sieht die Abschlagfläche aus nach einigen Monaten, kann man ja schon fast sagen. Wie sieht die neue Ostfläche aus? Die Festuca rubra poa pratensis, die FP-Fläche nenne ich sie jetzt, die FP-Fläche. Die Ostfläche, wie sieht sie aus? Kann ich schon verraten, die quält sich ganz schön an einigen Stellen. Dann zeige ich auch, wie verändert sich meine Hauptrasenfläche, gerade meine kurzgeschnittene Rasenfläche, das Fairway. Durch unser krass verändertes Pflegekonzept, darüber werde ich auch noch mal ganz kurz was sagen, wie die Pflege einer Rasenfläche doch deutlichen Einfluss hat auf die Gräserarten, auf den Rasenbestand, auf die Rasenfläche. Und dann zeige ich noch ein bisschen, was wir auch neu gemacht haben, was sehr aufwendig war, ist hier unseren kleinen Kompostbereich eingefasst mit dem alten Restholz von unserer Terrasse, damit die Nachbarn jetzt hier von diesem Wirtschaftsbereich jetzt nicht so gestört werden. Hier werden wir jetzt unseren Grasschnitt lagern, da werden wir unseren Kompost lagern. Und ja, und da können jetzt die Nachbarn nicht mehr drauf gucken. Also ist dann jetzt für die da ein bisschen schöner. Und jetzt kommen wir hier zur Ostrasenfläche, die ihr jetzt schon gesehen habt. Diese Ostrasenfläche, diese Festuca rubra poa pratensis Fläche, das Experiment, ist ziemlich cool. Es ist ziemlich cool. Oh, was ist das denn hier? Ein kleines Pflanztöpfchen. Also irgendwas ist hier heute Morgen passiert. Ich würde mal sagen, ein Vogel hat hier
aus was für Gründen auch immer, dieses Pflanztöpfchen hier sich geschnappt und hier auf den Rasen geschmissen. Also, Ostfläche, neue Ostfläche, eine reine Festuca rupra in zwei Arten, Trichophylla und Commutata, und eine Poa pratensis Sorte, die wir hier gesät haben. Das ist sehr selten. Es gibt es tatsächlich auch für Golfplätze als Fairway-Rasenmischung. Und wir hatten ja, das habe ich auch in den Videos hier, weiß ich, kann ich mal jetzt einblenden, auch schon mal erzählt, wir hatten hier ein unheimliches Problem mit Staunässe, mit Pfützenbildung. Obwohl das ja alles hier ein schöner, sandiger Mutterboden sein sollte, hatten wir gerade hier in diesem Bereich und hier vor dem Rasensprenger und da hinten auch, hatten wir hier immer wieder Pfützenbildung. Und diese Pfützenbildung, ich renne immer noch hier mit der Insta rum, die lege ich mal weg. Und diese Pfützenbildung hat dazu geführt, diese Staunässe hat dazu geführt, dass sich hier in diesem Bereich der Rasen nicht gut entwickelt hat, überhaupt nicht gut entwickelt hat und immer noch quält. Es ist Wahnsinn. Man sieht sehr schön die Reihen, wo die Maschine die Saat eingesät hat. Das sieht man ganz deutlich. Aber das Gras tut sich schwer zu wachsen. Ich habe jetzt tatsächlich die Fläche vor, weiß nicht, zwei Wochen ungefähr abgesandet. Da ist dann der Hersteller fast ausgerastet, wie ich jetzt schon diese Rasenfläche sanden kann. Weil ich eben diese Staunässe hier an der Oberfläche reduzieren wollte. Das hat das Gras natürlich auch gequält. Die Festuca ist ein sehr empfindliches Gras. Man sieht das auch tatsächlich, wie hier gerade auf den Randbereichen und auch teilweise auf der ganzen Fläche die Festuca ein bisschen bräunlich ist. Das kann durch dieses extreme, feuchte und warme Klima ein Pilz sein. Das habe ich jetzt nicht analysieren lassen, aber es ist eine Vermutung, dass es ein Pilz ist. Und die Festuca mag eben nicht starke Belastung. Also das Bürsten mag sie nicht, das Grumern zum Beispiel mag sie nicht, das häufige Mähen mag sie nicht. Und das meine ich, das ist eine empfindliche Rasenmischung, die man mit sehr viel Feingefühl, was ich nicht hatte, mit sehr viel Feingefühl behandeln muss. Und das sind die Konsequenzen. Sie ist in anderen Bereichen schon fantastisch. Also hier zum Beispiel, hier ist sie schon richtig, richtig, richtig schön dicht geworden. Ich habe sie jetzt auf 25 mm geschnitten, aber wir haben einmal Unkräuter und wir haben immer wieder die Poanua. Und ihr glaubt ja nicht, wie viele Stunden ich hier schon über diese Fläche gerobbt bin, auf Knien und die Poanua rausgerissen habe. Büschelweise. Und jetzt mache ich immer Folgendes. Ich steche die aus und dann, wie auf dem Golfplatz, so eine Pitchmarke. Und dann drücke ich den Rasen zusammen. Aber ihr merkt ja, wie schön weich der Rasen ist. Das ist Wahnsinn. Also das ist super. An sich vom Boden her ist der Rasen klasse. Aber ich habe hier wirklich eimerweise die Poa Anua hier rausgestochen. Und natürlich auch die anderen Unkräuter. Hier ist noch eine. Ne? Jedes kleine Pflänzchen. Und ich werde auch dabei bleiben. Ich will es wissen. Der Rasenfreak will es wissen. Ich will herauskriegen, ob man tatsächlich die Poa Anua von so einer Fläche weghalten kann. Ob man es wirklich schafft, dieses Ungras bei 100 Quadratmetern, meiner Fläche von 100 Quadratmetern, dieses Ungras zu besiegen. Das ist genau die Frage, das ist die Challenge. Wo ist mein Eimer da? Das ist die Challenge, die ich mir gestellt habe. Und wirklich, jeden Tag gehe ich darüber und hole dieses Zeug aus dem Boden raus. Wahnsinn. Das ist hier auch. Ne? Gerade natürlich in den lichten Stellen. Hier war ja auch diese Pfütze. In diesem Bereich hatten wir auch ein Staunässe-Problem. Und gerade hier in den lichten Bereichen, ne, da kommt die Poa Anua
und breitet sich aus. Und jetzt wollte ich noch mal zeigen, wie so eine Festuca rubrapor pratensis Fläche aussieht. Ich denke mal, das wird sich noch weiter verändern. Man sagt so, dass für bei so einer Rasenmischung die Fläche ein Jahr oder eine Saison benötigt, um in ihren endgültigen Zustand zu kommen. Am Anfang war hier die Festuca rubra, nur das ganz feine Gras, was man hier auch noch ganz dominant sieht, diese ganzen ganz feinen Hälmchen. Und die Poa pratensis kam ja viel später und die ist ja etwas breitblättriger. Also man hat schon jetzt, obwohl sie, finde ich, auch relativ fein ist, diese Festuca, die pratensis ist schon noch relativ feinblättrig. Klar, nicht vergleichbar mit der Festuca rubra. Und man sieht eben, wie sie als etwas bläulicheres Gras im Untergras immer dominanter wird. Und das wird noch stärker werden. Ich behaupte jetzt mal, das wird eine sehr, sehr dominante Poa pratensis Fläche. Das hängt aber ganz stark vom Pflegekonzept ab. Und Pflegekonzept, was heißt das? Das heißt, wie dünge und wie bewässere ich so eine Rasenfläche? Der entscheidende Punkt ist der Stickstoff, die Stickstoffmenge. Und die Festuca rubra, ich muss immer den ganzen Namen sagen, der Rotschwingel, ich kann noch mal ein bisschen öfter die deutschen Namen sagen, der Rotschwingel ist ein sehr genügsames Gras. Das braucht nicht viel Nährstoffe. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass die Festuca rubra, nur mit 5 Gramm N pro Jahr auskommt. Die Pratensis braucht schon deutlich mehr. Also da muss man natürlich jetzt sich überlegen, was macht man da für einen Kompromiss. Wenn man also ganz wenig Stickstoff streut, dann kriegt man eine Festuca rubra, eine rotschwingeldominante Rasenfläche. Wenn man sehr viel Stickstoff streut, dann kriegt man tatsächlich eine Poa-Anua-dominante, Poa-Supina-dominante, Agrosse Stolonifera-dominante, Lolium Paene-dominante Rasenfläche. Also das sind die Gräser, die viel Stickstoff brauchen. Und die Festuca rubra ist ein Gras, was sehr wenig Stickstoff braucht. Und diese Veränderung, die kann man sehen und die können wir auch hier auf unserer Rasenfläche wahrnehmen. Denn ich habe mir ja vorgenommen, tatsächlich in dieses Disturbance-Theorie-Konzept zu wechseln, also mit sehr wenig Stickstoff, auch mit möglichst wenig Bewässerung, also ganz selten bewässern und dann viel. Das geht natürlich bei so einem regenreichen Sommer nicht so gut, aber das gehört auch dazu. Also immer wieder die Fläche fast vertrocknen lassen und dann einmal kräftig wässern, das ist der zweite Teil, und die Fläche zu schonen, also die Fläche nicht mehr so stark mechanisch zu belasten. Tatsächlich ist eine Festuca rubra, eine Rotschwingelfläche, keine Fläche, auf der man spielen kann, auf der man viel Sport machen kann, also Fußball spielen kann. So, da bin ich wieder. Wir mussten mal wieder abbrechen, weil unsere Kamera mal wieder komplett überhitzt ist. Und dann habe ich mir gesagt, nähe erstmal die restliche Fläche auf der anderen Seite. Und ich war auch völlig durchgeschwitzt, also deswegen auch ein neues Outfit. Mal wieder ein neues Outfit. Wenn ich jetzt hier auf der Rasenfläche arbeite, dann schwitze ich ungefähr 2 bis 3 Mal komplett alle Klamotten durch. Also, ne, reiner Sport, sage ich immer. So, das Positive sehen wir jetzt tatsächlich hier auf der Fläche. Einmal sehen wir jetzt hier sehr deutlich, auf der Kamera wahrscheinlich nicht deutlich zu sehen, aber ich sehe hier sehr deutlich die Löcher vom Aerifizieren. Die ganze Rasenfläche ist so grün gepunktet. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber wenn man genau hinguckt, ist das total regelmäßig, nämlich genau entsprechend des Lochabstands vom Aerifizieren. Und in diesen Löchern, in diesen sandigen Löchern, wächst tatsächlich der Rotschwingel, also die Festuca rubra, besonders gut. Und durch diese ganz geringe Stickstoffgabe verändert sich hier gerade der Grasbestand hin zum Rotschwingel, hin zur Festuca rubra. Und die mag eben sandige Löcher, sandigen Boden,
weil da die Wurzeln besonders gut tief wachsen können und sich das Wasser aus den unteren Bodenschichten holen können. Deswegen gedeiht sie hier und alles andere, angefangen bei dem deutschen Weidelgras, der Lolium paeanae, oder auch bei der Poa annua, die ist überhaupt nicht hier drin, überhaupt nicht hier in der Fläche. Die quält sich, die geht zurück und die Festuca dominiert. Und genau das ist ja diese Idee der Disturbance-Theorie. Ich blende jetzt nochmal ein Video ein. Darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Und das ist genau das Konzept, was ich jetzt tatsächlich hier verfolgen will und weiter verfolge und auch weiter versuche durchzuhalten. Wenig Stickstoff, ganz selten nur bewässern. Die stickstoffhungrigen und wasserhungrigen oder durstigen Gräser zu verdrängen und die feine Festuca, das Fine Fescue, sagen die Amerikaner, den Rotschwindel hier zu fördern. Und wenn man das so über die Fläche sich anschaut, sieht das, finde ich, auch sehr hübsch aus. Es ist eben ein sehr feines Gras, ein sehr zierliches Gras, was aber auch natürlich eine kleine Diva ist, weil sie eben nicht viel Belastung mag. Aber es verändert sich. Die Fläche verändert sich tatsächlich ganz stark. Auch hier in den Randbereichen, wo ganz besonders wenig Belastung ist, also hier im hohen Gras, im hohen Bereich, habe ich fast, an der ganzen Südkante entlang, habe ich fast nur noch Festuca. Ein bisschen Pratensis dazwischen, aber fast nur noch die feine Festuca. Und das sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Genau. So. Also, das ist ein langwieriger Protest. So, das ist ein ganz langwieriger Prozess, so eine Rasenfläche auf andere Gräserarten umzustellen. Da muss man hart dabei bleiben, da muss man auch durchhalten. Die Fläche sieht nicht gut aus, sie sah lange überhaupt nicht gut aus, sie sieht kränklich aus, sie ist gelblich. Und es dauert tatsächlich, nach Aussage auch der Experten, 2 bis 3 Jahre, bis sich so eine Fläche eben auf die neue Pflege, auf den neuen Grasbestand umgestellt hat. Aber ein Anfang hier bei mir ist deutlich zu sehen. Wow. Das finde ich einfach faszinierend. Aber natürlich sieht man auch hier überall, gerade hier noch, so in dieser Misch, da ist es ein bisschen einheitlicher, hier in der Mischfläche, wo noch ein paar andere Gräserarten drin sind, sieht man hier auch hier wieder die hellen Poa-Spots, ne? Hellgrün, Poa-Spot, nur am Blühen. Naja, die Poa annua, die ist natürlich am Kämpfen. Die versucht sich jetzt durch Vermehrung zu retten, zu überleben. Und deswegen blüht die hier auch so stark, weil sie gerade den Stickstoff nicht kriegt. Wir können ganz kurz über die Agrostis stoloniferer Fläche sprechen, über diese Fläche hier. Die sieht mittlerweile sehr schön dicht aus. Ich mache mal das Messer zu. Hier ist auch eine kleine Poa. Die ist wirklich mittlerweile sehr schön dicht. Also das ist schon irre. Und man hat überall die Poa-Blüten zwischen und die Früchte fliegen schon rum. Wunderbar, 13 mm. 13 mm. Ich möchte noch ein bisschen tiefer. Mein Ziel sind erstmal 12 mm, weil erst ab 12 mm die Agrostis stoloniferer, das Flechtstraußgras, überhaupt richtig zu pflegen ist. Also zwischen 3,5 und 12 mm kann man dieses Gras pflegen, kultivieren, ohne dass es zu stark verfilzt, zu stark büschelig wird. Wir haben hier schon erste Stellen. Wo war das? Irgendwo hatte ich es gesehen. Erste Stellen, ja, hier auch schon ein bisschen. Erst näher, hier geht's noch. Irgendeine Stelle habe ich gesehen, wo es das Gras schon so büschelig, so dicht ist, dass es anfängt schon, ja, sich so aufzubauschen. Da, hier. Hier sieht man das. Und dann, ich bin ja auch mit dem Groomer rübergegangen, bei der Agrostis stoloniferer gerät man mit dem Groomer rüber. Und das ist jetzt hier genau schon ganz typisch. Das Gras ist schon so puschelig, dass es eben übereinander rüber wächst, also sich so überlappt. Und wenn man dann hier rüber geht, dann sieht man, wie das Gras in so Büscheln
hochgerissen wird. Das ist unglaublich. Das liegt einfach daran, weil das Gras eben oberirdisch wächst. Und das wollte ich euch auch noch zeigen, wie so eine Agrosse Stenonifera oberirdisch wächst. Ich guck mal, ob ich jetzt mal eins rausziehen kann. Hier, das ist... Ja. War da vorhin besser, nee. Ah, schade. Hier, ja, genau, das ist es. Ja, das haben wir, jetzt haben wir es. Das ist es, das ist perfekt. Das ist die oberirdisch ausläuferbildende Agrosse Stenonifera. Und hier sieht man eben immer an den Knoten, wie sich die neuen kleinen Wurzeln bilden. Die kriecht also über den Boden hinweg, bildet immer wieder neue Wurzeln, verwurzelt sich immer neu mit dem Boden und bildet dadurch eben diesen unglaublich dichten Teppich. Deswegen ist das Gras für kurzgeschnittene Rasenflächen so toll. Aber wenn es rauswächst, wenn es also zu lang ist, dann ist eine wahnsinnige Verfilzung da. Das liegt genau an dieser Art des Wachstums. Es gibt einige Gräser, die das tun. Allen voran noch die Poa supina, die auch oberirdische Ausläufer bildet. Und deswegen muss man immer wieder senkrecht schneiden, senkrecht mähen, also auf Deutsch gesagt grumern. Beziehungsweise auf Deutsch heißt es nicht grumern, sondern senkrecht schneiden. Auf Englisch heißt es grumern. Um eben diese Triebe zu zerteilen, um die Belüftung des Bodens sicherzustellen. Ja, genau. Und hier ist auch noch so ein Buschel. Das ist eher ein Regenwurm, okay. Ja, die Regenwürmer sind natürlich auch da. Also, nochmal zusammengefasst. Agrosse Stenonifera flecht Straußgras, sagt ja schon der Name, flecht eine Verflechtung, eine Verfilzung. Ist ein Gras, was nicht höher maximal bis 12 mm geschnitten werden darf, Schnitthöhe haben darf. Und eigentlich müsste es tiefer gemäht werden. Deswegen möchte ich auf dieser Fläche unbedingt jetzt runter auf 12 und vielleicht noch tiefer, damit das Gras eben hier einen schönen, dichten Teppich bildet, ohne stark zu verfilzen. Und ich bin auf 13. Und zusätzlich muss man tatsächlich alle 4 Wochen noch dieses Gras vertikutieren und auch regelmäßig topdressen, also regelmäßig ein bisschen Sand rauf schmeißen auf die Fläche. Das bedeutet eben, dass es ein sehr aufwendiges zu pflegendes Gras ist. Es ist wirklich, man muss da sehr viel Arbeit reinstecken, damit dieses Gras eben diesen tollen, dichten Teppich bildet. Und, und das muss man jeden Tag, jede Woche und das ganze Jahr über machen. Und wenn man dann ein paar Wochen im Urlaub ist, wie wir das jetzt waren, ist eben ganz schnell so eine Fläche hin. Ja, also Agrosse Stenonifera. Da war die Festuca rubra, der Rotschwingel und die Poa pratensis, die Wiesenrispe. Also ich habe hier wirklich ganz viele unterschiedliche Flächen. Und ich nehme das jetzt mal positiv. Ich kann dadurch natürlich unheimlich, hoffentlich unheimlich interessant über die unterschiedlichen Eigenschaften erzählen, berichten. Gut. Schauen wir jetzt noch mal als letztes zum Abschlag. Hier insgesamt, übrigens Randbemerkung, insgesamt hier unter dem Baum ist der Grasbestand sehr krepelig. Also man merkt eben, wie viel Wasser und auch Nährstoffe hier die Eiche wegsaugt und auch Schatten natürlich bildet. Und Schatten ist Gift für Rasenflächen, also man sieht das ganz deutlich. Kommen wir noch kurz zu dieser Fläche hier, das ist jetzt hier vom Rasenfreak verursacht. Ich hatte hier so einen Keil ausgemäht vom hohen Gras bis hier. Und ich fand das dann nicht mehr so schön. Und habe gedacht, komm, ey, jetzt hier kommt 3/3-Regel, egal, komm, zieh durch. Und ich bin einfach hier durchgemäht. Ich habe einfach hier durchgemäht, brutal auf der 13 mm Schnitthöhe von 45 auf 13 mm runtergemäht in einem Zug. Und das Ergebnis ist kaputt. Rasen ist kaputt. Also so ganz falsch ist die 1/3-Regel. Ja, nun doch nicht. Also gerade hier hat das Gras überhaupt nicht gemocht. Da geht es noch ein bisschen, aber gerade hier, auch hier wieder im Schattenbereich, da ist das Gras ziemlich stark kaputt gegangen. Also brutal runtermähen ist nicht gut, funktioniert nicht richtig. Das ist der Beweis. Der Rasenfreak hat es also bewiesen. So geht's nicht. Aber jetzt haben wir eine andere Ausmähung der Fläche auch da. Habe ich die Fläche weiter ausgemäht. Da war so ein Schwenker drin, da an der Ecke.
Und darüber hinaus, nur noch am Rande gesagt, haben wir hier auch die Fläche, oder verändere ich hier auch gerade die Fläche. Und zwar hier will ich das Gras jetzt hochwachsen lassen und die tief gemähte Fläche will ich jetzt hier ein bisschen früher rumziehen, sodass ich hier beim hohen Gras so einen gleichmäßigen breiten Rand habe. Der zog sich hier so schmal zusammen. Das war vom Mähen nicht so schön. Jetzt kann ich hier auch dann in diesem hohen Grasbereich eben sehr viel gleichmäßigere Linien, Streifen mähen als vorher. Und das wächst jetzt hier so langsam raus. Auch hier fängt an, die Festuca immer mehr zu dominieren. Langsamer als da, weil da ist der Boden sehr viel sandiger als hier. Hier ist der alte Mutterboden, den wir ja nur verifiziert haben. Da haben wir ja schon sandigen Mutterboden von vornherein heraufgeschmissen. Und deswegen tut sich hier die Festuca noch ein bisschen schwerer. Das dauert hier noch ein bisschen länger. Aber sie kommt. Wenn man hier mal genau hinguckt, kannst du noch mal dichter kommen mit deiner Kamera, dann sieht man schon, wie auch überall hier das feine Gras, das ganz feine Gras, so langsam durchkommt. Ich habe tatsächlich mein Grün rauswachsen lassen. Hier war ja mein kleines Grün. Aus dem einfachen Grunde, weil man ein Grün nur vernünftig pflegen kann, wenn man jeden oder fast jeden Tag mäht. Aber wenn man dann 3 Wochen im Urlaub ist, dann ist die Fläche hin. Dann wächst die Fläche raus, logischerweise. Da kann man auch nicht nach einer Woche mal wieder mähen. Und man muss bei unter 10 mm, das war ja hier auf 7, 8 mm Schnitthöhe, muss man fast jeden Tag mähen. Und das muss man sich klar machen. Und wenn man das nicht tut, dann funktioniert eine tief geschnittene Rasenfläche nicht. Und deswegen habe ich gesagt, egal, das sieht nicht schön aus, immer dieses krebliche, kurzgeschnittene Gras. Ich lasse es wieder rauswachsen. Jetzt machen wir vielleicht die ganze Fläche kurz. Ja. Ach. Läuft. So, die Kamera war jetzt wieder überhitzt. Ich habe auch 25 Minuten durchgequatscht. Darf es ja auch schon mal vielleicht warm werden? Nee, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit erstmal meine Südkante gemäht. Also außerhalb der Südkante schön gemäht. Und jetzt letzter Spot, letzte Fläche, die Abschlagsfläche. Komm mit. So, du Bauernfreaks. Letzter Spot hier, letzte Fläche, zu der ich euch berichten möchte. Das ist ja die Rasenmischung Nummer 10 von Mein schöner Rasen, dunkel. Was wir hier feststellen ist, dass das schnelle Tiefmähen bei dieser Rasenfläche auch nicht so gut war. Ich bin nach dem Urlaub auf 50 mm gewesen, habe dann auf 45 ein paar Tage gemäht, dann bin ich auf 40 runtergegangen. Dann nach kurzer Zeit auf 35 und jetzt auf 25. Und das hat das Gras nicht gut mitgemacht. Ich sehe mittlerweile überall hier auch braune Halme, braune abgestorbene Helmchen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon mit dem Spindelmäher gemäht. Gefiel mir nicht wirklich gut. Jetzt bin ich wieder auf den Sichelmäher zurückgegangen, weil der einfach besser das Gras hochsaugt. Aber man sieht hier deutlich, und das ist tatsächlich ein Problem der Lolium-Perenne des deutschen Weidelgrases. Das Weidelgras hatte sehr, sehr harte Fasern. Und selbst ein scharfes Messer, und ich habe das Messer vorher scharf geschnitten, selbst ein scharfes Messer schafft es bei der Lolium nicht, das Gras sauber abzuschneiden. Diese Fasern. Wir kontrollieren nochmal, Lolium perenne, ne, glänzende Rückseite, Kiel, schöne Rillen auf der Blattinnenseite. Die Lolium ist so hartfaserig, dass sie nicht gut geschnitten werden kann. Also mit einem stumpfen Sichelmäher geht es überhaupt nicht. Selbst mit einem Spindelmäher, mit dem Swordman, war der Schnitt nicht perfekt. Wurde mir tatsächlich auch im Greenkeeper-Lehrgang so verkauft. Und ich stelle es tatsächlich jetzt gerade hier bei der Corsica, bei dieser besonderen
Loliumsorte fest. Das ist überall hier, ne? Überall, dass das Gras echt faserig ist, dadurch so ein bisschen gräulich wirkt, dadurch natürlich viel krankheitsanfälliger ist durch diese Schadstelle oben. Also ich versuche hier weiter runterzukommen, um möglichst bald mit einem guten Spindelmäher schneiden zu können. Aber erstmal muss die Fläche sich an diese Schnitthöhe gewöhnen. Gut, das ist die Erkenntnis. Sie ist auch ein bisschen struppig, die Fläche. Also nicht besonders gleichmäßig so vom Wuchs her. Ich muss sie tatsächlich auch jetzt wieder düngen. Das ist jetzt ungefähr 5 Wochen her, seit ich das letzte Mal hier gedüngt habe. Also es wird tatsächlich Zeit, wieder zu düngen. Es wird auch hier das etwas kränkelnde Gras wahrscheinlich wieder ein bisschen dunkler machen. Und die toten Halme werden dadurch schnell verschwinden. Aber was mich doch am meisten wirklich stört, ist, wie schwierig das deutsche Weidelgras zu schneiden ist. Zeigt sich hier ganz besonders deutlich. Tja, ich kann das nur so wiedergeben, was ich hier sehe. Können jetzt alle wieder rummeckern. Aber das nehme ich hier so wahr. Es ist schön dicht. Keine Frage, die Fläche ist schon super dicht. Alles gut. Sie soll ja Schnitthöhen bis 15 mm verkraften, diese Rasenmischung. Da will ich auch hin, auf 15 mm. Das ist das Ziel hier auf der Fläche, um so einen richtig kurzen Teppich zu haben. Aber noch bin ich lange nicht da. Und ich werde auch da noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ja, gut. Soweit aus diesem Theater. Danke fürs Zuschauen. Jetzt sind wir durch mit den ganzen Flächen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wenn ja, dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.